Herzlich willkommen im Albert Schweitzer Haus in Bonn-Bad Godesberg zum Vortrag Schüsslersalze bei Erschöpfung. Was ist Erschöpfung? Erschöpfung ist im Grunde ein ganz natürlicher und normaler Zustand, wenn er vorübergehend ist oder vorübergehend auftritt. Und Erschöpfung entsteht vor allen Dingen durch anstrengende körperliche Tätigkeit, nach einem langen Arbeitstag zum Beispiel, oder durch intensives Training, durch nervliche Belastung oder durch ausgiebige verstandesmäßige Beschäftigung oder auch durch stressende Lebenssituationen. Und die Erschöpfung bessert sich in der Regel durch ausgiebige Erholung, durch Ruhe und durch Schlaf. Wie äußert sich Erschöpfung? Sie äußert sich unterschiedlich von Mensch zu Mensch und kann sich zeigen als ein Antriebsmangel, als Schwäche, als Unwohlsein, mit Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit und durch Schlappheit. Auch Konzentrationsstörungen und Gedächtnisschwäche können auftreten oder auch kann die Erschöpfung emotionale Auswirkungen haben mit Stimmungsschwankungen oder Motivationsmangel mit sozialer Distanz. Und genauso kann auch Erschöpfung sich auf den Verdauungstrakt ausüben, indem sich dann Übelkeit, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit zeigen oder es zeigt sich durch eine Schwäche des Immunsystems und damit mit einer Infektanfälligkeit. Wann wird Erschöpfung zum Problem? Erschöpfung wird zum Problem, wenn sie länger anhält und übermäßig stark wirkt und dann auch erhebliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden und auf die Lebensqualität hat. Jeder Mensch empfindet das anders. Beim einen ist es erst nervig, wenn es nach 3 Monaten anhaltender Erschöpfung auftritt, bei manchen erst nach einem halben Jahr, bei manchen kürzer. Und jedenfalls sind diese Menschen dann sehr oft beeinträchtigt in der körperlichen Funktionsfähigkeit. Und das ist verbunden mit Einschränkungen in vielen Lebensbereichen. Und auch psychische Symptome können dann zunehmen, wie zum Beispiel Depressionen und sogar auch Angststörungen. Und auch Panikattacken können sich einstellen. Und die Regenerationsfähigkeit ist stark eingeschränkt. Und es wird dann immer wieder von diesen Menschen auch bestätigt, dass Ruhe und Schlaf einfach nicht ausreichen, um hier wieder die Erschöpfung zu beseitigen. Welche Ursachen hat die Erschöpfung? Anhaltende Überarbeitung und hohe Arbeitsbelastung sind eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit sind Stress, Druck und emotionale Belastungen, aber auch ungesunde Lebensgewohnheiten, wie die Ernährung, Bewegungsmangel, Genussmittel wie Koffein und Alkohol. Und dann müssen wir auch noch Schlafstörungen erwähnen, die oftmals ausgelöst werden durch unregelmäßigen Schlafrhythmus.
Dann kann auch die Erschöpfung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgelöst werden, durch Stoffwechselstörungen, durch Diabetes und auch Autoimmunerkrankungen, also Störungen des Immunsystems und hormonelle Störungen können auch die Erschöpfungen verursachen. Dann Depressionen, Angststörungen und Burnout sind also auch ein Auslöser von Erschöpfung. Die können für sich alleine auftreten und werden häufig auch mit zur Erschöpfung gezählt, aber sind für sich eigentlich alleinstehend und können auch eben auch Erschöpfung als Zusatzsymptom auch noch nach sich ziehen. Dann Umweltbelastungen, Vergiftungen, Medikamente oder auch Chemotherapie können die Ursache von Erschöpfung sein. Welche Arten von Erschöpfung gibt es? Kann man die unterteilen? Ich habe mir mal die Mühe gemacht und mir mal verschiedene Arten von Erschöpfungen mal genauer angeschaut. Einmal haben wir körperliche Erschöpfungen, dann nervliche Erschöpfungen und dann möchte ich noch emotionale Erschöpfungen erwähnen, die zwar eine gewisse Ähnlichkeit und Überschneidungen mit den nervlichen Erschöpfungen haben, aber ich möchte es trotzdem als eigenständige Art der Erschöpfung behandeln. Dann den Burnout und auch soziale Erschöpfung und das chronische Erschöpfungssyndrom, CFS genannt. Der Begriff, die Abkürzung CFS stammt aus dem Englischen und heißt dort Chronic Fatigue Syndrome. Schauen wir uns diese Arten der Erschöpfung mal etwas genauer an. Die körperliche Erschöpfung entsteht durch Anstrengungen, körperliche Anstrengungen, durch Stress, durch Schlafmangel und kann auch durch spezielle Erkrankungen entstehen. Also ich hatte ja schon vorhin mal erwähnt, Kreislauferkrankungen, Stoffwechselstörungen können also auch eben die körperliche Erschöpfung auslösen. Dann Müdigkeit und Energiemangel können zur körperlichen Erschöpfung führen und dann die Muskelermüdung und Muskelschwäche, die dann auch zu einer verminderten Ausdauer führen, zu einer verringerten Belastbarkeit, also körperlichen Belastbarkeit. Und wir haben hier deutlich verlangsamte Erholungsphasen. Und bei der körperlichen Erschöpfung tritt sehr häufig auf Muskelschmerz, Gelenkschmerzen, auch Muskelverspannungen, aber auch Störungen wie Schwindel- oder Gleichgewichtsstörungen können bei der körperlichen Erschöpfung auftreten. Die nervliche Erschöpfung zeigt sich vor allen Dingen durch einen Antriebsmangel. Diese Menschen sind geprägt durch einen Antriebsmangel, der ihr ganzes Sein dann durchzieht. Sie sind auch von der Stimmung her weinerlich bis abgestumpft. Und diese nervliche Erschöpfung führt auch zu einer verminderten Belastbarkeit im Alltag und zu einer generellen Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen. Gleichzeitig zeigen sich dann auch bei vielen Menschen
mit nervlicher Erschöpfung mangelnde Konzentration und Aufmerksamkeit und sie haben gewisse Schlafstörungen und zwar einen unerquickenden Schlaf. Sie schlafen vielleicht quantitativ sehr lange, aber qualitativ sehr mies. Oder sie haben sogar teilweise das Gefühl, sie hätten überhaupt nicht geschlafen. Und bei der nervlichen Erschöpfung stellt sich auch, wenn sie länger andauert, dann eine soziale Distanz oder auch eine soziale Isolierung ein, dass diese Menschen dann gar nicht mehr mit anderen Menschen interagieren möchten. Und sie haben sehr häufig dann mit Kopfschmerzen, mit Muskelverkrampfungen, mit Magen-Darm-Beschwerden und auch zum Beispiel mit Herzrasen zu tun. Bei der emotionalen Erschöpfung sind die Menschen sehr stark geprägt durch eine innere Leere und durch eine Gleichgültigkeit. Aber auch hier liegt sehr häufig eine Antriebslosigkeit und Müdigkeit vor. Und diese Menschen tragen sehr häufig eine Frustration mit sich und eine Gereiztheit und eine Niedergeschlagenheit. Und die ist dann auch gepaart mit einer Hoffnungslosigkeit. Und diese Menschen leiden sehr häufig unter unkontrollierten Emotionen und auch sie ziehen sich zurück und isolieren sich gerne von anderen Menschen und von der ganzen Gesellschaft und sind sehr stark überfordert mit allem im Leben. Und sie haben auch ein ganz starkes mangelndes Interesse an Aktivitäten. Das sind die Menschen, denen man so im Gehen die Schuhe besohlen kann, die man zu nichts begeistern kann. Das mag für den einen oder anderen von Ihnen jetzt lustig klingen, aber die, die darunter leiden, für die ist das wirklich schlimm. Und dann haben wir den Burnout, das Ausgebranntsein, wie man das in der deutschen Sprache ausdrückt. Und diese Menschen sind wirklich im wahrsten Sinne ausgebrannt. Und der Burnout ist ein Zustand emotionaler, körperlicher und nervlicher Erschöpfung. Und die Ursache des Burnouts ist dauerhafter Arbeitsstress. Sie sind konstant müde, kraftlos und energielos und sie verlieren das Interesse und die Motivation für ihre Arbeit und auch für andere Aktivitäten, auch dann, wenn sie mal ihre Arbeit sehr geliebt haben. Irgendwann ist etwas passiert mit der Arbeit, sodass sie auch häufig desillusioniert sind von dem, was sie glaubten, mal zu tun. Und dadurch zeigt sich dann auch ein ganz starker Leistungseinbruch und eine negative Einstellung zur Arbeit überhaupt. Und die Menschen im Burnout, wenn sie ausgebrannt sind, vermeiden auch die sozialen Kontakte und ziehen sich aus dem Leben zurück. Und das chronische Erschöpfungssyndrom, das CFS, wird auch myalgische Enzephalomyelitis genannt oder abgekürzt ME. Und das ist eine Erkrankung, die auch für sich dasteht, die allerdings noch nicht so wirklich erforscht oder verstanden wird. Und sie zeigt sich vor allen Dingen durch langanhaltende, schwerwiegende Müdigkeit und Erschöpfung und
starke Erschöpfung nach geringster Anstrengung. Und diese Menschen haben große Probleme mit oder Schwierigkeiten mit der Konzentration, mit der Aufmerksamkeit, mit dem Gedächtnis. Und sie leiden auch sehr häufig unter ausgeprägten Schlafstörungen. Aber auch Muskel- und Gelenkschmerzen stellen sich auf. Die können dauerhaft sein, die können wandernd sein. Auch Immunschwäche und Stoffwechselveränderungen sind hier bei manchen an der Tagesordnung. Und das hat auch sehr starke emotionale und psychische Auswirkungen. Was tun bei Erschöpfung? Erwerben Sie eine YouTube-Kanalmitgliedschaft und erhalten den vollen Zugang zu allen Videos unseres Kanals.